herzlich willkommen zu Fettitec und zu diesem Workout. Ich mache heute mit euch ein Fatburner-Workout, ein ganz klassisches Aerobic-Fatburner-Workout. Da freue ich mich jetzt mal richtig drauf. Mir geht's heute richtig gut. Ihr seht, die Sonne strahlt hier rein. Es ist morgens und ich habe Zeit, ein Workout zu machen. Und ich hoffe, du hast auch Zeit mitzumachen. Bleibt auf jeden Fall bis am Ende des Videos dran, beziehungsweise macht auf jeden Fall mit. Am Ende des Videos siehst du nochmal, wie ich es geschafft habe, in 9 Tagen wirklich richtig körperlich und auch mental mich in Topform zu bringen. Es geht los mit dem Warm-up. Okay, für heute das Warm-up beginnen wir einfach mit einem lockeren Step-Touch von Seite zu Seite. Okay, nimm die Arme mit, links, rechts. Einfach weit aufziehen. Das Workout geht jetzt einfach nahtlosüber von dem Warm-up in den Cardio-Teil. Die Intensität steigt, es ist aber super auch für Anfänger geeignet, für jeden. Es heizt deine Fettverbrennung ordentlich ein und du verbrennst schön Kalorien während dem Workout. Und trainierst klar deine Muskeln. Noch viermal. 3, 2, wir nehmen beide Arme einfach in so einen lockeren Kreis mit. Atme erstmal tief ein und aus. Noch 4 Step-Touch mit beiden Armen, dann kommt noch eine andere Armbewegung. 3, 2, 1, okay? Nächste Armbewegung. Lass deine Arme im Wechsel nach hinten gleiten. Das tut den Schultern gut. Richtig locker. Ziehen. Ziehen. 4 noch. 3, 2. Okay. Nächste Bewegung. Beginne mit deinem linken Fuß ein bisschen vor und rück zu tappen. Standbeine schön locker. Nimm die Arme mit. So, jetzt machen wir uns richtig warm und dann geht's los. Noch 8 Stück, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und dreh dich einmal auf die andere Seite. Auf geht's, andere Seite, vor und rück. Hier, dein Standbein ist schön locker und du wippst mit. Super. Nochmal. Noch 4, 3, 2 und marschier. Nächste Bewegung. Lockere Knee Lifts. Deine Arme sind hier. Weit geöffnet auf Schulterhöhe und du drehst etwas mit. Du kannst jetzt starten, so ein bisschen mehr in die Rotation zu kommen. Vielleicht gelingt es dir, deinen Ellenbogen an dein diagonales Knie zu tappen. Und das machen wir jetzt noch für 8 Mal. Und marschier. Es kommt ein Lunge-Side als nächste Bewegung. Ja, mit einem lockeren Schub erstmal nur nach unten. Das ist ein kleiner Side-Tap. Side-Tap. Zieh. Jetzt kannst du, wenn du möchtest, etwas schneller werden. Du baust so einen kleinen Jump mit ein. Achte darauf, dass du gut deine Knie und deine Füße mitdrehst. Und jetzt richtig schon die erste Power in die Bewegung rein. Das ist super. 8 Stück mehr, komm. Und wieder locker marschieren. Okay, jetzt kommt eine kleine Kombination. Und zwar ziehst du jetzt deine
und box dann rechts, links. Rechtes Knie dreimal. Rechts, links, ja? 3, 2, 1, box, box. 3, 2, 1, box, box. Nochmal, zieh, 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 box, box. Rechtes Knie, rechtes Knie, rechts und links boxen. 1, 2, 3, box, box. 1, 2, 3, box, box. Nochmal, komm, 1, 2, 3, box, box. 2 Runden machen wir jetzt noch mehr. 2 Runden ab jetzt. 1, 2, 3, box, box. 1, 2, 3. Und locker. Die linke Seite kommt später. Jetzt kommt ein Abtauchen im Plié. Ja, mach einen tiefen Step und setz dich schön mit dem Po nach hinten zurück. Wir starten jetzt unsere erste Squat-Challenge-Runde. Das heißt, wir machen jetzt ein Beintraining. Und wir öffnen hier mal die Arme. Auf. Auf. Richtig tief und hoch, dass deine Beinmuskeln warm werden. Setz dich schön wieder zu den Fersen. Mach einen richtig tiefen Step. Du tauchst ab. Du tauchst rechts auf. Du tauchst ab. Du tauchst links auf. Nochmal. 4. Und 3. Und 2. Einer noch. Gut. Schüttel dich ein bisschen durch. Wenn du möchtest, kannst du auch erstmal gerne einen Schluck trinken für unsere Squat Challenge. Die startet hier. Erstmal nur die Arme locker halten. Und die erste Bewegung ist, deine Beine sind parallel und du pushst dich jetzt nach oben auf die Fußballen hoch. Ja? Einfach nur lift up. Okay, wenn du in der Bewegung drin bist, nimmst du noch deine Arme mit, ja? Dein ganzer Körper pusht sich nach oben hoch auf die Fußballen. Spann den Wadenmuskel an. Oberschenkel, Po, alles schön mitnehmen. Nochmal nach oben. Push, push. Super. Noch 4, 3, 2 und einer. Wir kommen in den klassischen Squat. Öffne deine Beine hüftbreit. Setz dich nach hinten und komm wieder hoch. Tief und hoch. Geh schön mit der Belastung auf die Ferse. Tief und hoch. Tief und hoch. Wenn du hochkommst, spannst du deinen Bauch und den Po wirklich sehr gut an. Und hier unten hast du das Gefühl, dein Gewicht ist auf den Fersen. Dein Po setzt sich nach hinten auf den unsichtbaren Stuhl. Du gehst tief und hoch. Machen wir noch 3 mehr. Und hoch. Nochmal, komm. Und noch einmal. Okay, die Bewegung geht weiter. Nur wir nehmen jetzt ein Bein nach hinten rück. Und gehen in einen Lunge-Back, einen Ausfallschritt zurück. Ganz wichtig ist, achte darauf, dass dein Knie hier vorne hinter der Fußspitze bleibt. Du dich schön nach hinten verlagerst. Du darfst hier richtig tief gehen. Ja? Immer abwechselnd deine Beine in einen Lunge zurücksetzen. Wir variieren jetzt unseren Rhythmus. Wir gehen dreimal tief. 3, 2, 1, komm hoch. Nächstes Bein. 3, 2, 1, komm hoch. Lass den Rücken schön gerade. Spann den Bauch fest an. Ganz stabil und hoch. Nochmal. 3, 2. Jetzt merkst du es, gell? Und nochmal. 3, 2, 1. Und hoch. Komm weiter. 3, 2, 1. Nochmal. 3, 2, 1. Letztes Mal in den Lunge rück. 2, 3. Okay, wir kommen wieder. Machen kurzen Ausschütteln. Nochmal in den klassischen Squat. Schön langsam zurück. Tief, 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 tief. Und spann. Tief, 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 tief. Und spann. Noch 7 mehr. Und tief. Hoch. Jetzt merkst du es. Wir trainieren super bei diesem Fatburner-Cardio-Training. Deine Beinmuskeln mit. Deine Beinmuskeln sind super große Muskelgruppen und du verbrennst jede Menge Kalorien. Du trainierst deine Beine.
ein. Lunge zur Seite. Geh mal nach rechts und jetzt nach links. Versuch die Fußspitzen beide nach vorne zeigen zu lassen. Ein Bein streckt sich. Deine Arme bilden Gegenzug und der Po zieht wirklich hier weit zurück. Ja? Dann gehst du hier so tief wie möglich und push dich hoch. Tief, 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 tief. Hoch. Tief, 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 tief. Hoch. Und schön die Verlagerung nach hinten. Du siehst deine Fußspitzen. Schau nochmal, ob du deine Fußspitzen siehst. Hier vor dem Knie. Noch dreimal die Single. Und dann kommt auch unser Dreierrhythmus. Nochmal. Okay, und jetzt drei. Drei, zwei, eins. Komm hoch. Drei, zwei, eins. Komm hoch. Drei, zwei, eins. Komm hoch. Super. Drei, zwei, eins. Und nochmal. Drei, zwei. Nach hinten, nach hinten. Und hoch. Letztes Mal. Drei, zwei, eins. Und hoch. Bleib hier. Jetzt kommt die Bewegung. Nochmal unsere Wadenpresse. Und zwar jetzt richtig flott. Stell dir vor, du spielst Basketball. Immer einen Korb werfen. Push dich auf die Fußballen hoch. Hep. Spann die Beine. Spann deinen Po. Zieh den Bauchnabel ein. Und hoch. Erster Durchgang ist gleich geschafft. Noch vier, drei, zwei und geschafft. Ausschütteln. Okay, spätestens jetzt bitte eine Trinkpause. Einmal kurz durchschütteln und unsere zweite Runde starten. Alles nochmal gleich. Okay, dann geht's los. Und zwar sind wir jetzt eher mal auf unserer linken Seite. Das heißt, unser Step Touch startet hier. Ja, jetzt kannst du richtig Gas geben. Jetzt sind wir warm. Große Steps, lange Arme. Zieh dich mit. Oh, das tut so gut. Alles einfach mal ein paar Minuten durchbewegen. Das reicht schon am Tag. Du musst dir da gar nicht so große Ziele stecken. Fang mit ein paar Minuten Bewegung an. Und so ein Fatburner-Workout ist wirklich eine ideale Einstiegsmöglichkeit, um fit zu werden. Ganz super machst du das. Diese Runde schaffen wir jetzt noch. Vier, drei, zwei, beide Arme mit und kreisen. Hep. Und hep, richtig lang ziehen. Mach dich groß. Wir bauen jetzt noch eine Übung für den Rücken ein. Und beim zweiten Durchgang wird die Squat Challenge noch ein bisschen intensiver. Aber keine Angst, es ist zu schaffen. Noch dreimal. Und noch zweimal. Und einmal. Und die Arme wieder wechseln. Linker Arm, rechter Arm. Hinter den Kopf. Vier noch. Komm ins Marschieren mit links. Dreh dich. Und jetzt fängt dein rechter Fuß an und tappt. Vorne rück. Stand ganz schön locker. Wipp mit. Vor und rück. Tief Luft holen. Vier, drei, zwei. Marschier wieder. Wechsel deine Seite. Und tap hier. Abschluss. Ein Kick noch.
Okay, locker lassen. Jetzt kommen unsere Lunges zur Seite. Du kannst jetzt wie so einen Schwimmzug machen nach vorne. Wenn du nicht so weit springen willst, machst du hier noch die langsamen. Die sind ohne Jumps. Nur das Bein zur Seite stellen. Ja, sonst sind so 8 mehr. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, halte hier dieses Bein, was hinten ist. Ziehen wir dreimal. 3, 2, Box jetzt rechts, links, ja? 3, 2, 1, rechts, links. 3, 2, 1. Einmal noch auf dieser Seite und dann wechseln wir das Bein. Stell jetzt hier dein linkes Bein nach vorne. Dreimal jetzt links. 3, 2, 1, links, rechts boxen. 3, 2, 1, links, rechts boxen. 3, 2, 1, pep, pep. 3, 2, zieh dich zusammen. Richtig Power, Power. Zusammen, zusammen, box, box. 3 Runden mehr. Box, box. Noch 2, 3, 2, 1, box, box. Eine Runde. 3, 2. Und supi. Bevor wir jetzt mit dem Beintraining starten, machen wir noch eine Übung für den Rücken. Stell dich mal locker geöffnet hin, beug ein bisschen die Knie und lehne dich jetzt mit dem Oberkörper sehr geradlinig nach vorne. Dein Rücken ist ganz lang. Deine Arme sind hier. Du kannst auch gerne dazu Gewichte irgendwann nehmen, Hantel. Heute zum Start machen wir diese Übung einfach erstmal ohne alles. Und jetzt, dein Blick ist zum Boden. Zieh den Bauchnabel ganz fest nach innen ein. Und hebe deine Arme auf Schulterhöhe, ja? Das machen wir jetzt 15 Mal. Ruhig dabei atmen. Bauchnabel ist fest innen. Ganz super. Noch 10 Stück mehr. Mit Spannung arbeiten. Und zieh. Und jetzt kommen unsere letzten 5. Versuch richtig die Rückenmuskeln zu spüren. Du kannst dich auch noch ein bisschen steiler nach vorne lehnen. Wichtig ist, der Rücken ist gerade. Du hängst nicht durch, du bist gerade und ziehst noch 3, 2, 1. Und komm langsam hoch. Super. So, jetzt sind nochmal deine Beine dran. Jetzt geht's nochmal los. Und zwar unsere erste Übung für die Beine war das Abtauchen. Ja? Und hoch. Einfach so ein riesen Step von Seite zu Seite. Tief und hoch. Oh, bei mir ist so schönes Wetter heute. Ich hoffe bei dir auch. Ich weiß ja nicht, wann du es anguckst. Ich liebe das, wenn die Sonne morgens schon hier reinscheint. Da habe ich so richtig gute Laune. Noch dreimal mehr. Zweimal. Einmal. Okay. Die nächsten Übungen machen wir jetzt immer genau 10 Mal. 10 Durchgänge und danach kommen noch 2 Bodenübungen. Also, das schaffen wir jetzt noch zusammen. Und zwar ist jetzt die erste Bewegung, kennst du schon, der ganz klassische Squat. Öffne deine Beine ungefähr hüftbreit, dreh die Fußspitzen etwas nach außen. Deine Arme gehen mit, wir gehen tief und hoch. Das ist die Nummer 1. 3 und 4. Bauch und Po schön festspannen. Und 5. Ganz langsam. Rücksetzen. 6. 7. 8. Und 9. Und 10. Okay. Fang jetzt mit deinem rechten Bein an. Einen Step nach vorne, einen Step zur Seite. Einen Step nach vorne, einen Step zur Seite. Wir machen jetzt 5 Stück auf jeder Seite. Das ist jetzt die 2 auf der rechten Seite. Vor, 3. Step vor, 4. Step vor, 5. Jetzt gehst du links vor. Links vor, öffnen. Die 1, tief gehen. Und hier tief gehen. Das ist die 2. Tief und tief. Super. Tief. Einen haben wir noch auf links. Tief
Und tief, sehr gut. Nächste Übung ist wieder gesplittet. Wir nehmen unser rechtes Bein zurück, den rechten Arm auf den Boden oder hier bleiben können, Anfänger auch. Und jetzt machst du Kicks nach vorne. Und zwar 8 Stück auf jeder Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geschafft. Schüttel dich kurz durch und wir wechseln jetzt die Beinseite. Linkes Bein geht zurück. 1 und Kick 2. Hier schön tief gehen. 3, 4. Halbzeit. 5, 6, 7. 8. Okay. Und die letzte Übung im Stehen, die hat es nochmal in sich. Anfänger machen einfach jetzt hier eine Plié-Kniebeuge. Alle anderen dürfen 10-mal in die enge Kniebeuge und in die Plié-Kniebeuge springen. Das ist eine Wiederholung. Und davon 10, die allerletzten. Los geht's. 1. Tief nach hinten. Öffnen. 2. Tief nach hinten. 3. Lass den Rücken schön gerade. Spann den Bauch jetzt ein. 4. Jetzt kommt die Halbzeit. 5. Wir schaffen es. 5 Stück noch. Und 6. Tief. Halte deine Spannung. Das ist jetzt schon die Nummer 8. 2-mal noch. Atme tief. Allerletztes Mal schaffen wir. Und schüttel dich mal gut durch. Hey, super. Jetzt kommen noch 2 Übungen auf dem Boden. Du kannst dich nach unten legen. Okay. Und zwar jetzt für unsere letzte Übung machen wir eine Bauchübung und eine Po-Übung. Und die Bauchübung heute, das ist der V-Crunch. Entschuldigung, der russische Twist. Nicht der V-Crunch, der war woanders. Also, fort. Variante 1 für die eher Anfänger. Setz mich mal seitlich. Fersen bleiben auf dem Boden. Schaff hier dir wirklich viel Platz im Rücken, indem du erstmal die Knie kreist und deinen Rücken schön gerade ziehst. Schultern locker. So. Das wäre jetzt unsere Ausgangsposition, die einfachere. Wir fangen jetzt hier in ein ganz langsames Twisten an. Wirklich sehr langsam. Unsere Ellenbögen twisten an unserem Körper vorbei. Und die Fortgeschrittenen unter euch, die lassen jetzt hier die Füße oben. Okay, und das machen wir jetzt. Eine Minute lang. Und schön langsam. Überhaupt nicht beeilen. Richtig spüren, wo jetzt deine Muskeln hier in den Flanken ziehen. Wie du den Rücken stabilisieren musst. Streck den Rücken schön lang. Atme tief durch. Musst du auch balancieren hier oben auf dem Po. Wir haben gleich Halbzeit. Tief durchatmen. Es wird jetzt richtig warm. Merkst du, du brennst richtig gut Energie und trainierst gerade deine Bauchmuskeln noch dabei. Und ganz viel in den Körper. Den Rücken noch mit, die Beine mit. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden. Wenn es nicht mehr geht, löst du schon auf. Das ist gar kein Problem. Gleich geschafft. Lächel nochmal. Atme tief. Und ruhig ein und aus. Die letzten 3, 2, 1. Abstellen. Fußsohlen aneinander legen und mal für einen Moment hier nach vorne hängen. Richtig locker ein- und ausatmen. So, jetzt kommt noch eine Übung für den Po, den unteren Rücken und die Beine. Und die ist witzig. Das ist nämlich in der Rückenlage. Liftest du deinen Po nach oben hoch. Spannst wirklich hier maximal. Ziehst den Bauchnabel ein. Hältst hier und jetzt eine Minute lang beginnen wir zu marschieren. Das ist eine Variante des Beckenlifts. Die finde ich super gut. Ja, die haben immer ein bisschen Cardio mit dabei. Und deine Fußsohlen stehen ganz flach und du marschierst immer weiter. Wenn du willst, kannst du die Arme hier noch strecken. Echt hierzu
halten. Bauch nach innen ziehen. Po spannen. Wir haben Halbzeit. Noch 30 Sekunden. Wenn es nicht mehr geht, hörst du auf zu marschieren und hältst hier nur, okay? Ansonsten tapfer weiter. Hol Luft. Zieh den Bauch nach innen. Spann den Po fest. 10 Sekunden mehr. Gleich geschafft. 3, 2, 1 und entspannen. Okay, wir starten jetzt von hier gleich in das Cooldown. Leg deine Arme locker an den Boden und lass die Knie hin und her schaukeln. Nach dem nächsten Schaukeln hältst du hier, zieh dir abwechselnd deine Beine 8-mal ganz locker nach oben ran. Und jetzt halte dein Bein hier lassen, Fuß greifen, Richtung wechseln. Und jetzt kletter einmal ganz locker an deinem Bein nach oben empor. Atme tief ein und aus. Und streck dich lang. Puh. Nochmal starten, abwechselnd deine Beine in die Dehnung zu ziehen. Für weitere 8-mal. Noch 5, 4, 3, 2, 1, halte jetzt hier das nächste Bein, reise den Fuß, ändere die Richtung und zieh dich auch nochmal hier empor. Einmal tief ein- und ausatmen. Okay, und lang machen. Streck dich aus. Oh. Hey, super, schön, dass du mitgemacht hast. Puh, wir sind ins Schwitzen gekommen. Mir hat super Spaß gemacht und wenn du wissen willst, was ich in den letzten 9 Tagen gemacht habe, schau dir einfach an, was jetzt kommt.